Bist du daheim? Ja, sie geht. Bin kaputt. Dann kannst du jetzt easy liegen. Verstehst du meinen Dialekt? Denke schon. Es ist dunkel aus. Dunkle Seiten. Vielleicht auch die Sexualität, die bei mir ziemlich grenzenlos ist. Meinst du extreme Praktiken oder ausufernden Sex? Was ist denn für dich ausufernd? Ja, wenn ich lang gefickt werde. Ich würde gerne mal ein Bild machen, wo die Frau von etwas richtig Grossem dehnt wird. Schön. Mit eingölter Haut und im richtigen Licht. Pornobilder haben das Problem, dass sie schmuddelig wirken. Ohne Nachbearbeitung. Eindeutige ästhetische Positionen und Situationen lustvoll gefoltert. Hast du Schnauze? Man kann eine Frau unglaublich lang dran nehmen. Hast du auch anders gern? Oder nur Fisten? Nein, sicher bin ich nicht nur auf dem. Erzähl. Schlasi auch fein. Das regt die Frau, glaub ich, sehr an. Fein schon. S3. Was ist S3? Das ist das Auto, wo ich dich drauf werde fischen. Schwarz und elegant. Wer bist du aus dem Mickey Mouse? Daniel Düsentrieb. Hast du Schnauz? Ah, excuse. Habe ich vergessen. Ich habe keine Schnauz. 3 Tage Bart. Magst du auch nicht. Bin gerade mega spitz. Und würde dich gerade nehmen, ohne zu fragen. Und was haltest du von Wachficken? Und wenn ich die würde vergewaltigen? Dann bringe ich dich um. Wie? Wie töten? Oder bist du erstaunt, dass ich würde töten? Weil ich mir einfach würde nehmen, was ich brauche. Wenn wir vorher nicht darüber geredet haben. Durch Sex. Töte mich. Wärst mir bös? Ich habe gern überfallartigen Sex, wenn man vorher darüber geredet hat. Sehr gut, wenn du das magst. Schon. Doch, habe ich gefragt, wie du tötest. Wie denn, erzähl? Ich drücke dir die Augen ein, dann habe ich Zeit zu überlegen, wie weiter. Du könntest mir nichts machen. Weil du so stark bist, oder wegen was? Weisst du? Hausweize müssen. Ich sehe die Sterne am See. Muss langsam heizen. Ich sehe die Sterne vom Bett aus. Dann könntest du mir nichts machen. Heisst das, dass du stärker bist? Erstens, weil du gefesselt wärst. Und er bin ich auch ganz eine gute Seele. Aha. Ja, ich habe den Thunersee zu meinen Füßen. Und mehrere 2500er in meinem Rücken. Bist du mal auf einem gsi? Auf jedem bin ich schon gsi. Wow. Bist du am Schlafen? Nein, bin ich nicht. Ich bin am Boden und sehe kein Licht. Voilà. Was? Ich sehe kein Licht. Meinst du, du siehst kein Licht mit mir? Nein. Du? Meinst du mit ich bin am Boden? Du bist traurig. Ja, und extrem deprimiert. Sonst kommst du gut an bei mir. Mit der Art, aber nicht jetzt. Excuse, Feini. Nacht, Nacht. Füßele gut, Feini. Bist du noch weh? Die Erde ist das Paradies. Ohne Menschen eventuell, ja. Der Mensch ist der Einzige, der das Paradies sieht. Ja, der hat es niemand, der es bewusst genießt. Aber der Mensch ist gleich das Element, das stört. Du musst halt die Menschen, die die Sicht aufs Paradies verstellen, umgehen. Es gibt so viel Einfalt in den Menschen. Findest du mich auch einfältig? So viele Menschen, die keinen Zauber in sich haben. Und nur das Rationale sehen. Ja, die gibt es auch. Du bist ein schräges Wesen. Normaler Mensch.
Da bin ich aber gar nicht. Normal ist schlimm. Wie meinst du, dass die Menschen keinen Zauber in sich haben? Das kann man nicht so in meinen SMS schreiben. Ich staune nur oft ab einem eingeschränkten Horizont und Armseligkeit von vielen Menschengeistern. Wir haben nichts mit denen zu tun. Du bist das Gegenteil von eingeschränkt. Und du weißt das. Ich möchte dich gerne treffen. Wie siehst du aus? Nicht besonders. Was soll ich denn deiner Ansicht nach machen? Mir ein T-Shirt schicken, damit ich weiss, wie du schmeckst. Aber ein Foto wäre gleich auch gut vorher. Kannst du mich auch googlen? Die googlen? Wie ist deine Adresse, wo ich mein Shirt herschicke für eine Geruchsprobe, für einen Sex? So? Dich gibt es nicht, nur tausend andere. Typisch Mann. Weißt du was? Komm mir nicht mit Mann ein Stereotyp. Das habe ich nicht nötig. Und was soll frech sein, wenn es mich Wunder nimmt, wie du aussiehst? Bin ich nicht dein Typ. Ade. Atmen, genauer einschnaufen und ausschnaufen nicht vergessen. Was willst du? Hassest du mich jetzt? Ich hasse niemand. Uff. Du mal andere Frage. Kennst du das Gefühl, dich gegen etwas Unbekanntes müssen zu verteidigen, das kommt? Nein. Soll ich noch mal ein bisschen Schocke essen? Du hast nicht gern Schocke, glaub mir's, Künstlerin. Suggestion. Also nicht essen. Und was habe ich gern? Schlimmen Sex und Nähe. Wir müssen lachen wegen schlimmen Sex. Schon. Und das Nähe nie wird sein. Ein bisschen blöd für die Welt. Du weißt, dass du nicht blöd bist. Ich weiss, dass ich nicht blöd bin. Nur fühlen tue ich es nicht. Ich kann dir einfach nicht helfen, Feini. Nur, dass es wahre Nähe gibt, das kann ich. Ich kenne keine Nähe, auch keine Liebe. Nur Nähe Sex, da vielleicht. Erzählst du mir ein bisschen, wie du Sex gern hast. Mein Schwanz hart wichsen und die Hoden drücken ein bisschen. Weh ist wunderbar. Ich habe nicht gern, wenn es weh tut. Jetzt wäre der Moment, wo ich dich wach ficke, meinen Schwanz einführe, sodass mir die Vorhaut mit jedem harten Stoß weit hinterher zieht. Nein, nein. Schlafst, meine Verwandte? Ich bin gerade am Rumliegen. Schönes Liegen. So halb erregt, gell? Sehr fein. Sagst mir, wenn du geboren bist? Wo? Und auch um welche Zeit? Wenn ich es wüsste, ja. Zeit meine ich mich nicht erinnern. Ist nicht genau. Ich glaube, die Mutter hat mal gesagt, 5:45. Sie sollte es wissen. Bin nicht gerade sehr familiär, gerade wie du. Wir könnten das sonst mal machen. Piep. Hey, was machst? Jetzt findest du mich doof. Bin selber schuld. Hast recht, mit mir ist es schwer. Easy. Echt? Gut, merci. Hast du Besuch? Nein, ich bin allein. Netzbesucherinnen? Nein, ich lerne ein bisschen. Hattet ihr was miteinander? Miteinander? Kein Problem. Kannst mich nächstes Mal fragen, was du denkst. À la prochaine. Hallo, wie geht es? Hast du Lust auf Sex? Bin ein bisschen groggy. Irgendwie hätte ich Lust auf Sex. Und du? Bin ein bisschen groggy. Es würde mich schon reizen, mit dir Sex zu haben, wenn es so abgeht, wie meine Vorlieben sind. Doch du müsstest die Piercings im Gesicht entfernen und bei mir duschen. War das alles? Bauer versucht anzurufen. Magd reagiert nicht auf den Anruf. Pause von 3 Stunden. Wieso nimmst du nicht ab, wenn ich dir anrufe? Ich weiß, Jungfrauen brauchen Hygiene. Wie meinst du das, dass Jungfrauen Hygiene brauchen? Weiß nicht, was du vorschlägst.
dass du per se so herumläufst und dich dabei anscheinend wohlfühlst, ist ja schon ein Rätsel. Ich melde mich. Hättest du Lust, zu mir zu kommen, dann schauen wir weiter. Ach, ich lese. Wenn du anrufst, hört Nachbar alles. Du willst also nur deinen Sex? Auf was hättest du denn noch Lust? Wissen, wie dein Penis ist, wie er fegt. Was hättest du genau gewollt? Was suchst du denn von mir? Geruch, Küssen, Orgasmus, Blasen, Duschen, Ficken, Wichsen, Essen. Ich rufe dich später mal an, muss was erledigen. Suchst du eine richtige Beziehung? Wie muss denn die Beziehung sein, um so Umgang miteinander zu haben? Ich weiß halt nicht, was du genau gerne haben würdest. Doch es tönt nach Romantik, Verliebtheit, tendenziell etwas Ernstes, oder? Ich will halt lang Sex und das bindet. Stichwort Hormone. Sei doch klar in deinen Aussagen. Und erläutere bitte, was du genau suchst. Ich will nicht, dass es Enttäuschungen geben würde und dann jemand verletzt ist. Am nächsten Tag wäre Montag und? Ich verstehe deine Worte nicht wahrhaftig und kann nicht herauskristallisieren, ob du nun Lust oder keine Lust hast. Wie sieht für dich ein idealer Sextreff aus? Ist der kürzer? Man beschnuppert sich, hat dann vielleicht Sex, schaut dann vielleicht einen Film und hat dann vielleicht wieder Sex. Dass ich Hygiene erwähnte, ist das Selbstverständlichste der Welt. Und es irritiert mich, dass du das nicht verstehst und ähnlich siehst. Ja, ja. Ciao. Damit wir bedenkenlos auch solchen Sex haben können, wie du das willst, will ich, dass du gewisse Gesundheitstests machst, HIV etc., die ich finanziell übernehmen würde. Nimm's nicht persönlich, aber seit meiner Augeninfektion ist mir klar geworden, wie wertvoll die Gesundheit ist. Wann hättest du Zeit? LG. Zeit? Habe kein Interesse mehr. Wünsche dir alles Gute. Du tickst nicht richtig. Mein Zustand ist hier Tatsache nicht normal. Es ist offensichtlich. Du tickst nicht richtig. Hast einen Ecken ab. Eine verzerrte Wahrnehmung. Hab kein Interesse, danke. Ich weiß, ich bin abnorm. Schon recht, Albrecht.